Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Minecraft Sky Factory 2. So, bevor wir in die Welt gehen, ja, gibt's ein paar, zwei, drei Kleinigkeiten. Wie die meisten von euch hier wissen, ist Sky Factory 2 inzwischen auch public. Es kann sich jeder holen und auch spielen. Das zum einen. Zum anderen, was war los? Warum kamen jetzt 2 Wochen fast keine Videos? Ja, liegt ganz einfach daran, dass nach der Aufnahme, einen Tag nach der Aufnahme zu Binding of Isaac, hat sich meine Stimme endgültig verabschiedet gehabt. Und es hat eine Weile gedauert, bis dass sie sich so weit stabilisiert hat, dass ich jetzt sagen kann, so, jetzt kann ich auch wieder aufnehmen. Ich habe ein bisschen was offscreen gemacht dann, aber auch in der Zeit. Zwar nicht so viel, aber immerhin ein bisschen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Achso, hier sind wir. Okay. Ich wusste nicht mehr, wo ich mich ausgeloggt habe. So, was ich nämlich gemacht habe, ist zum einen hier unsere Tools ein bisschen aufgewertet, ein paar Tools gecraftet und aufgewertet. Wie Waffen und Sachen, andere Sachen. So, dann eines der großen Sachen, die ich noch gemacht habe, währenddessen ich nicht aufnehmen konnte, ist das da oben. Moment, da gehen wir mal etwas anders hin, dass man das auch ein bisschen besser sieht. Und zwar habe ich einen Monster-Spawner, also einen Monster-Falle gebaut. Hab mir auch dadurch, dass ich ja genügend Zeit hatte, auch die Mühe gemacht und optisch ein wenig noch dran gearbeitet und auch halt ein bisschen optisch angenehmer gestaltet, so dass es in das Bild reinpasst, davon da vorne so. Mit diesem weißen Stein. Dann habe ich zusätzlich noch diese Creeper-Kopf-Steine reingebaut mit. Und ja, das ist jetzt eine mal etwas aufwendigere Arbeit gewesen. Aber hat unheimlich Spaß gemacht, das so zu bauen. Manche Situationen waren echt, ich nenne es jetzt mal tricky, da hinzukriegen, wie ich sie haben wollte. Zum Beispiel die umgekehrten Stufen da von oben herab drauf zu setzen, ist nicht immer das Leichteste. Mal machen sie das, mal drehen sie sich so rum und naja. Hat auf jeden Fall eine Weile gedauert. Und dann habe ich natürlich auch dafür ein kleines eigenes Barrel-Lager-System gebaut. Und das ist dann hier. Ist noch nicht allzu viel bei rumgekommen. Hab das auch vorhin erst fertig gemacht hier. Also kurz vor der Aufnahme hier im Endeffekt. Kann euch das ja noch von hinten zeigen. Hab noch einen Grinder gemacht für die Viecher, die überleben. Enderman zum Beispiel überleben. Oder auch Spinnen halt. So, und dann haben wir hier... Habe ich hier, da fallen sie halt runter, wie man es halt an sich kennt. Und dementsprechend, ja. Das System ist das gleiche im Grunde genommen wie vorne. Nur falls das hier voll sein sollte, ich weiß nicht, wie viel dabei rumkommen wird, an Köpfen und so. Ja, habe ich hier dann noch zusätzlich ein paar... habe ich hier hinten noch eine Kiste dran gebaut, so dass, falls doch zu viel ist, es da dann reingeht. So, dann habe ich hier, wie ihr seht, tonnenweise Liquid XP. Dazu muss ich euch auch gerade was erklären noch. Weil ich glaube, diese Folge benutze ich überwiegend dazu. Weil viel werden wir eh nicht hinkriegen, jetzt in der Folge. Das ganze Liquid XP kommt aus einer Farm im Nether. Ich hatte mir eine Pigman-Farm gebaut. Um Waffen und Tools aufzuwerten, habe auch, wenn ich euch mal meine Statistik hier zeige, Mobs, da 1400 Pigmans getötet in der Zwischenzeit, hatte mir extra, weil ich mir dachte, ah komm, machst du mal ein paar hochwertige Tools, hatte ich mir extra hier, nee, Quatsch, hier, Alumite geschmolzen und diese dann zu Waffen und Tools verarbeitet, um zwar die gleichen Tools wie hier die Axt, die Schaufel etc. pp. Also hatte ich einiges zusammengeschmolzen. Ja, und was mache ich dann? Ich gehe hier oben, will nur eine Kleinigkeit löschen und drücke außersehen Shift.
dabei. Und wie jetzt auch gerade jetzt, das habe ich jetzt mit Absicht gemacht, war eh nichts Wichtiges, was ich jetzt hier im Inventar hatte. Ja, wie auch da ist mir dann das gleiche passiert und das komplette Inventar mit allen aufgelevelten Tools waren weg. Darüber war ich dann so gefrustet, da ich mir dann nicht nochmal die Mühe gemacht habe und Alumite eingeschmolzen habe, sondern einfach aus Eisen gemacht habe. Und die dann zwischendurch dann auch ein bisschen aufgelevelt. Bis auf hier die. Die habe ich manuell verzaubert. Die hat nämlich, ja, der habe ich halt, mit der habe ich manuell verzaubert. Da habe ich jetzt Lack drauf gemacht, Hast und Autosmelt. Ganz einfach aus dem Grunde, weil damit möchte ich dann mein, dann später, wenn wir dann bei Magical Crops sein sollten, möchte ich dann da das mit, damit die dementsprechend abbauen. Weil mit Lack in Kombination mit Autosmelting gibt dann mehr Barren als zwei meistens. Also von daher, ich kann euch, können wir ja mal gerade testen, ist zwar jetzt kurz mehr ein Cheat im Endeffekt. Ich hole mir jetzt einfach mal ein paar Sachen gerade ins Inventar, nur um mal zu gucken, ob das wirklich sich lohnt. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, ob sich das auch noch jetzt inzwischen lohnt. Es hat sich früher mal gelohnt auf jeden Fall. Ja komm, machen wir mal kurz. Und um es euch dann auch schon mal zu zeigen, wie ich das da meine. So, wir kriegen ja dann von den Magical Crops müssten wir ja normalerweise hier, gehen wir jetzt mal auf Beispiel Iron ein. Hier kriegen wir ja pro Runde kriegen wir ja 8 oder 6 Iron Ores und dementsprechend die würde man ja normalerweise einschmelzen und dann 16 Stück rauskriegen. Mit der Spitzhacke müssten wir eigentlich mehr rauskriegen. Mit etwas Glück halt. Ja, und wir haben 20 anstatt 16 rausbekommen, was ja schon mal 4 mehr sind als sonst. Und durch das Hast da drauf geht das auch schnell. Und die kann noch komplett aufgelevelt werden, wie man sieht. Also von daher, das geht alles wunderbar. Müsste auch damit funktionieren. Nur, was ich gerade noch testen will, funktioniert dabei Vainminer. So, machen wir nochmal 10 Stück. Jawohl, funktioniert auch Vainminer. Also, und hier sind sie dieses Mal sogar 27 Stück bei rumgekommen. Also, ne, wir haben 20 Grad gekriegt. Das heißt, wir haben von 10 Stück genau doppelte gekriegt. Ach, bin ich verwirrt. Naja, auf jeden Fall, aber ihr habt gesehen, es kann auch einiges mehr rauskommen. Und deswegen ziemlich praktisch. Dafür habe ich die gemacht. Und für die Gravels und so habe ich hier eine Schaufel gemacht. Mit der, da ist auch Lack und Autosmelt drauf. Für die Sand und Gravel und so, was wir hier halt rauskriegen. Müsste dann das den gleichen Effekt geben. So, jetzt wollen wir aber mal wieder erstmal wieder den Modus umschalten in Utility. Und dann würde ich sagen, habe ich meinen einzigen Rubber Seed jetzt weggemacht. Wo ist mein Rubber Seed hin? Ich hatte noch genau einen Rubber Seed übrig behalten. Und nein, ich meine kein Sacred Rubber Seed, so wie den da hinten. Ach, sag bloß, den habe ich jetzt irgendwann zwischendurch wieder weggeschmissen. Ja, hier ist nur noch der Sacred drin. Ja, toll. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen gerade dann mal ein wenig das auffarmen. Entweder habe ich den gerade eben beim Demonstrieren gelöscht. Oder ich habe ihn einfach so weggeschmissen irgendwann. Okay, hier haben wir einen Bogen. So. Oha, ist das lauter. Die Maschinerie da hinten. Nichts wie raus hier.
So, naja, okay, dann müssen wir jetzt gerade mal was Erde, weil ich hatte hier, hatte ich angepflanzt welche. Müssen wir mal gerade ein bisschen Erde durchsieben, bis dass wir einen neuen bekommen. So. Wollen wir hoffen, dass was dabei, dass schnell was dabei rumkommt. Aber derweil nur Steine. Ah, du bist Spruce. Nee, das ist nicht das, was ich haben möchte. Du bist Akazie. Okay, ich sehe, ich habe einfach die Spielmap aus der Beta-Version einfach hier rüber genommen in die normal, in die jetzt offizielle Sky Factory 2 Version. Deswegen auch das mit dem Inventar und alles, dass ich das theoretisch freischalten könnte, wenn ich genug XP Level dazu hätte derzeit, die ich aber nicht habe. Was auch nicht weiter schlimm ist. Ich brauche den Platz eigentlich eh nicht und wenn man stirbt, ist er eh wieder weg. Also weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt. Da ist doch einer. Jawohl. Gut. Haben wir auch wieder einen. Ging ja doch relativ zügig. Geh weg. Ente. Ente, Ente, Ente. So, bum, bum. So, das kann hier rein. Das brauche ich nämlich gerade alles nicht. Nicht wundern, ich habe mich hier total vertan. Ich wollte Lavakristalle herstellen, weil mit denen kriegt man ja Feuer auf die Tools von Tinker's Construct und habe mir dann so mal eben drei Stacks davon gemacht. Und deswegen habe ich jetzt hier immer noch so viele Fire Charged. So, was haben wir hier noch alles? So, was ich auf jeden Fall dann diesem Part anfangen möchte, ist Nahrung. Wir brauchen auch endlich mal anständige Nahrung, außer Äpfeln. Ich habe mich jetzt lang genug von Äpfeln ernährt. So, Bone Meal, Knochen, davon kriegen wir ja eh genug. So, was haben wir hier noch? Hier sind noch ein paar Carpenter-Blöcke. So. So, okay. Komm her. So. La 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 la. Ja, ich weiß, ist jetzt gerade nicht spannend, aber es erfüllt seinen Zweck. So, jetzt haben wir doch schon mal immerhin ein ganzes Feld voll für Nahrung. Und machen wir das noch und dann haben wir erstmal genug, denke ich mal, an Brot. Okay. So. Entschuldigung. Ganz ist mein Husten immer noch nicht weg. So, jetzt möchte ich mal gerade gucken. Bananenbrot. Okay, cool. So, einfach so. Oder gibt es noch anderes? Barley, Wheat Flour. Okay. Das funktioniert auch. Ich wusste, dass das aus Barley funktioniert, aber schön, dass das jetzt auch aus normalen Seeds funktioniert. So. Wie gesagt, das mit dem Magical Crops, zumindest den Anfang davon, werde ich offscreen machen. Weil das langweilt ja die meisten von euch eh. Und dementsprechend, hui, mache ich das dann offscreen.
Oh, hier haben wir noch gebrannten Stein drin. Da ist noch Kohle. Und da. Okay, sonst noch irgendwo was drin? Nee. So. Aber ich finde, das sieht optisch ziemlich cool aus. Wie gesagt, hat auch eine Menge Arbeit gekostet. Ihr seht ja auch an den Tagen, dass ich inzwischen bei Tag 130 bin und da ich nicht geschlafen habe, haben die meisten sind dann auch immer Tag- und Nachtzyklen einberechnet von der Zeit her. Das hier, achso, ich wollte euch die Pigment-Farm dann nochmal eben zeigen, bevor wir dann den Part für heute beenden. Tschüss, Ei. Ja, hier habe ich noch für Bücher und so und Papier. Eigentlich wollte ich mir, habe ich aus Papier, wollte ich für die Tinkers Construct Tools machen. Erst wollte ich große machen damit, aber das funktionierte nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Und dementsprechend, ja, Pech gehabt. Funktioniert halt nicht. Ja, hier hinten haben wir Pigments. Ich habe jetzt leider keine Waffe damit. Hier seht ihr auch noch, hier sind auch noch ein paar Sachen vom Farmen übrig. Achso, die Sulfur Clouds gehören eigentlich nicht hier rein. Die musste ich zwischendurch beim Bauen dieses Teils hier anwenden. So, sagen wir mal so. Ja, hier, das ist jetzt eher pragmatisch als sinnvoll. Hier oben sind Ender Tanks, wo die halt mit dahin kommen. Also die XP aufgesammelt wird einfach nur. Und ansonsten, ja, Standardprinzip. Ach, guck mal, da ist Mr. Bacon Donut. Der Modpack-Ersteller. So, hier das Einzige, was immer... Deswegen ist hier auch dieses Loch. Die haben keine gute Wegfindung mehr, die Gegner. Und laufen alle hier, ja, dann hier unten irgendwo rum. Wenn ich, dann muss ich nämlich hier runter jedes Mal gehen und die dann von hier aus killen dann. Ist schon mal ein bisschen nervig, aber naja. Gibt Schlimmeres. So, unsere Lava ist eigentlich immer noch das gleiche wie vorher. Dann hatte ich zwischendurch noch probiert mit weiteren Luck-Upgrades und Speed-Upgrades die automatischen Siebe zu verstärken. Das habe ich dann auch ganz schnell wieder rausgemacht, weil dadurch sind mir dann bei nur 5 Upgrades pro Sieb, also Luck-Upgrades pro Sieb, die komplette Energie haben die mir hier rausgezogen. Die fressen dann so eine Energie, das ist der Wahnsinn. So, mal eben hier an die Drain. Zack, 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 zack. Alles weg. So, jetzt habe ich aber auch, jetzt ist auch wieder genug Energie vorerst da. Ja gut, der ist leer. Da immer wieder zwischendurch, dass ein, zwei Stück leer sind. Aber naja, okay. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wie ihr seht, hat sich ansonsten nicht so viel verändert. Die Sulfur Clouds packe ich jetzt noch weg. Habe ich sonst noch irgendwas? Erde habe ich noch ein bisschen und ein bisschen Stein. Brot. So, zack. Ah. Achso, und ich habe oben in der Monsterfarm kein Wasser verwendet, sondern diese hier, die Bells mal wieder. Weil die ganz einfach sinnvoller sind als Wasser, vor allen Dingen was Endermans betrifft. Für die, die sich wundern, warum ich da kein Wasser verwende. Zack. Weil es bringt einfach nichts. Weil Wasser, dadurch teleportieren sich ja die Endermans rum und das ist das, was ich versuche zu vermeiden. Und mit diesen Bändern, diesen Laufbändern, werden auch Endermans da in dieses Loch geschubst. Und dann ist auch in Ordnung. Das reicht auch dann. So, aber in dem Sinne, ihr Lieben, war es das auch für heute. Im morgigen Part, also ich werde offscreen jetzt noch ein bisschen mit Magical Crops arbeiten. Und im morgigen Part gucken wir dann mal, was wir Schönes machen. Könnt ihr im Kommentaren schreiben, was ihr möchtet. Ich werde
Also auch erst morgen dann aufnehmen. Und ja, in dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.